Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Und ja, zuletzt hatten wir ja mit Michael gespielt. Insofern würde ich sagen, schauen wir mal wieder, was bei Trevor so los ist. Kommt wieder der pure Wahnsinn hier. Families, they love a good squabble. Sub to Dem ist wohl warm. I gotta go. Butterfly kisses. Mach mal. Achso, ja. Ich muss wohl erstmal aus der Wohnung raus hier und dann kann man gucken, was missionstechnisch los ist. Da ging's, glaube ich, lang, ne? Ja. So sieht's aus. So, was können wir denn machen so schönes hier? Was ist das für ein eingekreistes Gebiet? Promi-Gegenstand. Finde ich jetzt echt mal interessant. Ja, komm, da schauen wir uns mal an. Ist mir zuvor früher im Spiel nie aufgefallen, das mag ich mir jetzt mal anschauen. Das Spiel hat ja so einige Details irgendwie zu bieten, ne, wo man hier und dort nochmal gucken kann und machen kann, so, was mir vorher auch nicht aufgefallen ist. Ich habe das ja, wie eigentlich schon mal irgendwann erwähnt, schon mal irgendwie ganz gut durchgespielt. Oh, was ist hier nur wieder? Whatever, Dad. Totally fine. Just had a couple of beers. What are you talking about? We had like 6 shots each. Look at you. Will you two just make out already? Hey, can you give me a ride? Just so Boy Scout there can get his buzzkill badge. There's my car. I'm not your personal chauffeur, Cupcake. It's my way or the highway. Hmm, okay. So, where are we going? I'm on Alta Place, off, Howick Ave. It's not that far. Oh, I don't feel so good. Oh, take it easy! Oh, I don't feel so good. Dann bringen wir den mal nach Hause. Oder irgendwie sowas. You better take it slow. Hey, thanks for this, man. As you can see, I could have driven, no problem, but Joy Killer back there had to lay a guilt trip on me. Can you believe he wanted me to walk? Walk? I don't even think this is Europe. Just because I sound drunk doesn't mean my brain's drunk, you know? It's offensive. You don't call a deaf kid stupid. Wie immer, ich fahre hier wieder letzter Henker. I can't believe he just walked out without me. Why do guys turn into such assholes when they get married? What the fuck, dude? Well, he can go back to his boring family to jacking off in the garage after everyone's gone to bed. What are you doing? To jacking off in the garage after everyone's gone to bed. I'll stick with my awesome life, thank you. Now, try that again without slurring. This is nothing. You should see me on Thanksgiving, humping the turkey, shouting it out. You like my wishbone, don't you? Look at classic me. Thanks for the ride, man. I gotta get inside. Da kommt's gleich hoch. Take this for the gas. I'll see you around. Try not to pass out and choke on your sack. Tja, das gab jetzt erstmal ein bisschen Kohle. Kann ja nicht schaden. Immer mitnehmen, diese Mini-Mission hier. So, jetzt gucken wir uns doch mal an, was das da für ein Gebiet sein soll. Ne? Das ist irgendwie, ja, mal was Neues für mich jetzt mal im Spiel. Also was ganz Neues. Mitten durchs Gebüsch eben. Oh shit. Wow.
Alter, was soll denn da sein? Muss der irgendeine Bewandtnis haben? Hey there! Hello! Hier führt wohl eine Straße so durch, ne? Das so auf der Minimap richtig sehe. Ja, kommt uns bekannt vor die Gegend. Wo ist mein Wagen hin? Wo ist mein verdammter Wagen hin? Das gibt's doch nicht. Eben stand da ja auch wieder noch einer wie dieser Jesus-Typ in der einen Folge da letztens. Da war wieder so ein etwas hellerer, hellblauer Punkt auf der Minimap da unten. Such a good dog. Mommy's a baby. Dexy, Dexy! That's your fault, you stupid bald prick! Okay. Läuft. Quick! Go on! Go after him! Someone call the pound! And an ambulance! Oh shit. Okay, wir sollen den Hund fangen. Oh. Oh, wie soll ich ihn denn fangen hier? Was soll ich denn drücken? Shit. It's a guy chasing a dog! What is it with you people? Doggy! Come on, doggy! Be good to daddy! Gotcha, you little bastard! There, there. I know, this is weird for all of us. You're gonna make a batshit crazy lady very happy. Okay, now get back to Jerry before she uses this as an excuse to go back to rehab. Läuft er wieder weg? Chalk! Celebrity newsflash! Maniac steals collar from Carrie McIntosh's dog in Rockford Hills! Oh, how delightful! Mrs. Thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. Oh, I joke, of course. We really can't thank you enough for all the effort you're going to make our holiday so special. Ah, don't mention it. I always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself. Hmm. Das hat sich damit wohl schon erledigt. Okay. Interessant. Dann würde ich sagen, ziehen wir doch das mal durch, quasi. Oracle XS wurde beschlagnahmt. Der Wagen, den wir da eben, wo wir mit rumgefahren sind, oder... Naja, wie auch immer. Ja, dann machen wir das doch hier mal. Betritt den Club und finde Willi. Okay. Also wahrscheinlich hier, ja. Trademan's entrance. Don't mind if I do. I can't believe we're parting with Love Fist's manager. Okay, which one of you cupcakes is Willie? Hey, who the fuck are you? His dentist! Willie's still downstairs chatting up some bird, man. Whoa, his dentist comes to him? That is so cool. Aww. I bet I could hit your G-sharp every time. You guys... Hey man, no more autographs. Hey, that's okay. I want something more personal. Piss off, you twat, before I kick your ass. Soll ihn zusammenschlagen, okay. Machen wir das. Oh. Fahndungslevel. Wer hätte das gedacht? Jetzt müssen wir wohl erstmal abhauen. Verlasse das Gebiet. Ja, war ja auch klar. Oh, schöner Wagen vor der Tür. Let's say my work is done here.
weiter und dann hauen wir mal ab hier. Gucken wir mal, ob wir hier die Fahndungslevel loswerden. Sieht ja ganz gut aus. Tja, oder auch nicht. Der mich da gleich sieht, dann ein Stückchen weiterfahren vielleicht besser. Oh, jetzt haben wir es aber wohl. Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth, courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo! Okay. Well done. Dann da noch hin. Oh, nur Abschluss 100%, ja. Bin ich damit ganz gut. Alter, was hat er mit seinen Händen gemacht? Junge, Junge, Junge. Na gut, wir haben gerade jemanden zusammengeschlagen, ne? Kommt das schon hin, ne? Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, so richtig, aber wir machen das einfach mal. That was close. Boah. You're a boring shit. Ich glaube, der Wagen braucht mal neue Stoßdämpfer, der hört sich ein bisschen komisch an. Ich lasse die Karre einfach mal stehen. Gucken, vielleicht diesen Weg hier lang gehen. Stil Tyler Dixons Kleidung. Ja. Okay. Muss ja so wahrscheinlich irgendwie auf das Grundstück kommen, ne? Die Mülltonne bietet sich irgendwie wohl an. Oder auch nicht. Aber das hier könnte ja auch gehen. Nope. Lock. Nope. Irgendwie müssen wir da wohl reinkommen. Okay. I could just climb over. Ja, genau. Könnt einfach rüberklettern, ja. Dann mach mal. Oder auch nicht, wa? Vielleicht hier? Hier vielleicht. Aha. So, irgendwie müssen wir hier reinkommen. Nehme ich mal an. Come on, get in the hot tub with me. I'm bored. Ich sollte mich vielleicht nicht erwischen lassen. Denke ich mal. Wo sollen wir denn da jetzt hin? Ich vielleicht doch kurz einen Prozess machen. No puede ser. Ja. Gehabt, der hat mich nicht gesehen. Yo, that had to be a 4-digit calorie burn.
really even definition. Yo, it is like I'm airbrushed, but I am not. How do you like me now, Chloe? I'm not kidding. Hey! Hey! It's so close! Yo, what do you think you're doing here, man? This is private property. Just pretend I'm not here, kids! He's crazy. I'm calling the cops. Klamotten geklaut, okay. Das war ja jetzt eigentlich recht easy. Ja, doch, klappt aber. Ach, der kommt mir so gefährlich nahe, oder? Haben mich dann wohl doch gesehen. Oh shit. Brauch vielleicht auch mal einen neuen Wagen, ne? Hat schon gelitten und so. Ja, so was Mercedes-mäßiges hier. Boah. Ja, gleich wieder kaputt gemacht. Super. Hello, this is Nigel. Please be quick. I'm roaming in the. Oh, sein Smartphone hat aber auch gelitten mittlerweile, wa? It's me, in Nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Okay. Unkrautvernichter, Ladendieb. Ja, wie auch immer das mal wieder hätte vonstatten gehen sollen. Ich habe keine Ahnung. Habe ich die jetzt alle erledigt? Waren das nicht vier? Das waren noch nur drei, die ich jetzt gemacht habe, oder? Meinte ich. Naja, wie auch immer. Was haben wir hier? Randale. Und Tauchboot. Und hier... Cargo Bob. Ja. Und dann haben wir da auch noch was. Cletus. Okay. Also hier geht noch einiges mit diesem Trevor. Eine ganze Menge, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge GTA 5 und bis dahin macht's gut oder besser.